Ich mache seit Jahren Dua für verschiedene erlaubte Dinge und ernähre mich halal. Kein Dua habe ich hier bekommen. Mittlerweile habe ich das Vertrauen verloren und mache kaum noch Dua. Ja, das ist eine falsche Haltung von Dua. Du hast nicht verstanden, was Dua bedeutet. Dua ist Verlangen von Allah subhanahu wa ta'ala. Du verlangst etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das an und Allah subhanahu wa ta'ala kann dir dein Bittgebet in drei Formen geben. Entweder du bekommst das in Dunya, das heißt nicht jetzt sagen, oh Allah, gib mir 1 Million, dann sofort kommt Million vom Dach. Ich meine, wir sind nicht bei Harry Butter oder Butter oder ich weiß. Wir sind nicht in Magiestunde oder Kindertrickfilm. So, Barakallahu fikum, sagt ja Allah, gib mir das. Aber du musst Geduld zeigen. Allah kann dir das im Leben geben. Vielleicht heute, vielleicht nach 10 Jahren, vielleicht nach 20 Jahren. Zweitens, es kann sein, du bekommst das nicht. Aber anstatt dieses Bittgebet, was du gemacht hast, Allah bewahrt dich von etwas, was dir wiederkehren könnte, was falsch ist, widerfahren ist mit dir, was falsch ist. Drittens, Allah subhanahu spart das für dich für den letzten Tag. Als Hasanat. Okay? Deshalb, barakallahu fikum, sollte man das verstehen. Allah nimmt an, aber du brauchst Geduld zu zeigen. Und immer, bevor du die Hoffnung verlierst und sagst, ja, warum Allah gibt mir nicht, dann such den Fehler bei dir. Schau mal, zum Beispiel diese Aussage, ich habe die Hoffnung, das ist an sich selbst ein Grund, dass Allah dein Bittgebet nicht annimmt. Und wenn man sagt, oh Allah, ich bitte immer und du gibst mir nicht, das ist ein Grund, dass Allah dir nicht gibt. Du weißt nicht, Allah, du verlangst etwas von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sieht für dich das schlecht und deshalb bekommst du das nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.